So, hallo meine lieben Zockerkollegen. Freako am Start und heute im Auftrag von HOG unterwegs. Ich darf für euch den Multiplayer von God of War Ascension antesten. Fangen wir direkt mal an hier, wa? Ja, das Spiel ist an sich ganz gut, der Multiplayer, aber es hat leider auch viele Macken. Das Matchmaking-System ist miserabel. Also, das werdet ihr gleich sehen. Deswegen muss ich das auch alles nachkommentieren. So, das hier ist das Trainingscenter. Und man kann sich dort einem der Götter anschließen. Das wäre dann Ares. So, bei dem bekommt man ein lustiges Schwert und ein paar Spezialattacken. So, bei jedem Gott gibt es halt eine andere Waffe und eine andere Spezialattacke. Also ich zeige euch das hier alles mal, wie die ganzen Animationen aussehen, weil das haben sie echt gut gemacht. Es läuft alles sehr flüssig. Das sind dann die starken Attacken, die schwachen Attacken. Können die Leute so lustig in die Luft schleudern. So, da habe ich jetzt die Magie von Ares aktiviert. Und fängt weg. Als nächstes müsste dann Hades, Gott der Unterwelt, dran sein. Bei dem bekommen wir einen, ich nenne mal, kleinen Hammer. Schenke allein mir deine Seele. Und die Diener der Unterwelt werden die deinen sein. Die Seelen deiner Feinde warten darauf, dass du sie erntest. Und ihr seht, dass jeder Gott an. Eine andere Magie hat. Mit Hades kann ich zum Beispiel den Gegner Vitalität entziehen. Zack, kleine Hämmerchen macht Damage ordentlich, aber ist leider auch ziemlich langsam. Das, was ihr da gerade gesehen habt, das war ein Flächenangriff. Wenn da mehrere Leute um mich rumstehen, dann könnt ihr die einfach mal alle so wegputzen. So, das ist jetzt die Magie von dem. Und betäubt, ja, finde ich. Bang, bang. Und zack. So, als nächstes hätten wir Zeus. Ganz klar. Der Göttervater. Jetzt gibt's Spitze in den Arsch. Und von dem bekommen wir auch so ein kleines lustiges Schwert. Ja, da habe ich die Magie schon aktiviert, warum auch immer. So. Aber das ist ja kein Problem beim Training. Wird das alles wieder direkt aufgefüllt. Ihr seht, man kann auch viel mit der Kette arbeiten, wenn man die Leute hochschmeißen soll. Das ist noch alles relativ viel Damage. Zack, zack. Wie gesagt, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Das ist alles nur um euch zu zeigen, wie die Animationen aussehen von den Angriffen und hier und da. Weil das Problem ist, gleich im Multiplayer, da ist das alles ziemlich weit weg. Und da sieht man dann leider nicht mehr so viel von. Der zoomt nur bei bestimmten Sachen rein. Das ist übrigens auch ein großes Manko, dass es relativ unübersichtlich ist, alles nachher auf den großen Maps. Zack. Ich sage, in dem Spiel fließt viel Ketchup und Marmelade. Schieß dich mir an, Sterblicher, und du erhältst die Macht deines. So, zu guter Letzt hätten wir dann noch Poseidon. Und mit dem haben wir dann eine Stangenwaffe, was mir ziemlich gut gefällt. Ich spiele den auch im Multiplayer nachher. Seht ihr, ich habe dem auch schon eine Ausrüstung angezogen und alles. Weil mit der Waffe und mit dem seinen Magiefähigkeiten kam ich bis jetzt am besten zurecht. Die Kombos habe ich schon einigermaßen drauf. Zack. Komm mal kaputt. Warum ich jetzt noch die Magie aktiviert habe, weiß ich nicht. Die ist ganz gut, um sich zu schützen, wenn man von Gegnern in die Ecke gedrängt wurde. Ja, schwingen das Ding nochmal. So, und Leute von der Brücke treten kann man übrigens auch. Das ist auch ganz lustig. Ja, komm, Multiplayer. Schwing. Und jetzt kommt der Part, den ich vorspulen musste. Weil ich hing 10 Minuten im Matchmaking-System. Und das ist für mich ein absolutes No-Go, ja, wenn man mehr Spieler machen will.
So, erstmal zeige ich hier noch, man kann super viel freischalten. Für jeden seiner Götter muss man einzeln leveln. Dann gibt es noch verschiedene Ausrüstungen, Waffen, alles Mögliche. Und das ist das nächste Problem von dem Matchmaking-System. Man wird leider auch als Anfänger mit den Leuten zusammengeschmissen, die das jetzt schon die ganze Zeit spielen und dementsprechend schon gute Ausrüstung und Kräfte haben und alles. Und da bekommt man ziemlich oft auf die Fresse. Das ist dann leider nicht so toll. Also ihr könnt auch noch die Farben von den Rüstungen ändern. Und gibt's ziemlich viel Blödsinn, den man da machen kann. Aber wie gesagt, ich habe immer noch die erste Waffe. Das ist das Gladiatoren-Set, was ich da anhab. Das gibt mir plus Angriff und jeweils plus einmal Leben. Was aber jetzt auch, wie gesagt, ganz am Anfang, das hat dann jeder, das ist das Standard-Set. Und gegen die Leute, die dann schon die gute Ausrüstung haben, die guten Waffen, da sieht man meistens leider kein Land mehr. So, habt ihr gesehen, die Lobby war voll, einer ist gelieft und dann fängt er wieder komplett neu an zu suchen. Also nicht mit der bestehenden Lobby, nein, der sucht dann komplett neu. Warum auch immer, das ist echt blöd gemacht. Naja, aber da kann man nichts machen. Aber ich hoffe, es geht bald los hier. Obwohl, ich glaube eher nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das jetzt komprimiert habe. Oder ob ich das irgendwo geschnitten habe oder so. Ich glaube, ich habe das einfach nur alles schneller gestellt. Aber es ist, wie gesagt, für mich ein Unding, dass man sowas dann als Multiplayer verkauft. Also, dass das Matchmaking entweder so schlecht ist oder ob es nur noch so wenig Leute spielen oder so. Ich weiß es nicht. Leider, leider. So, da läuft jetzt die Zeit ab. Ich hoffe, dann geht's auch endlich los. Und ja, hat geklappt. So, das nächste. Die Ladezeiten sind brutal. Also erstmal muss man sich ja durch dieses Matchmaking-System quälen und dann hat man noch jede Menge Ladezeiten. Und das ist hier auch nochmal schneller gestellt worden. Stellt selbst die mächtigsten Krieger auf die Probe. Erweist euch würdig, indem ihr eure Gegner besiegt und indem ihr den Göttern Opfer darbringt. Ja, das ist der Spielmodus Wohlwollend der Götter oder so. Kann man sich vorstellen wie bei Battlefield der Conquest Mode. Man muss drei Bereiche einnehmen und die dann auch halten. So, und ihr seht, der Typ, der hat schon einen krassen Hammer und er haut mir ordentlich aufs Fressbett. Ich kann einfach nichts machen, außer erstmal weglaufen. Ja, ich versuche ihn zu kontern, aber jetzt hat er seine Fähigkeit eingesetzt. Zack, zu gut haben wir den runtergeschlagen, sonst hätte ich ordentlich aufs Maul gehen. Und wir waren jetzt auch zu dritt da, aber trotzdem, mich allein. Denk schon, also, er hätte mich platt gemacht. So, und das nächste ist halt. Naja, das, der Spielmodus, wie gesagt, man muss die drei Sachen einnehmen. Man kann auch die Truhen kaputt machen und bekommt dann auch Wohlwollen für die Götter. Seht ihr, das macht der Typ da gerade. Aber das macht eigentlich keiner. Das ist, die Leute wollen sich meistens so kloppen und lassen die Punkte völlig außer Acht. Also, dann gucken wir, ob wir den da erwischen. Ja, wir hauen den jetzt mit zwei Mann kaputt. So, läuft er weg. Kann man nichts machen. Ah, der hat sich jetzt HP-Regeneration geholt. Und ich heiz ihn da ordentlich ein. Und er mir auch. Wie gesehen hat, der hat wohl auch schon eine bessere Waffe. Der zieht mir mit einem Schlag so viel ab, wie ich mit drei oder vier. Jetzt rennt er wieder weg. Konnte gerade sehen, mein Kollege, der anscheinend auch Poseidon als Gott gewählt hat, hat mir einen Buff gegeben, dass ich schneller renne. Also automatisch sprinte. Und bin dann auch für eine kurze Zeit geschützt vom Schaden. Ja, das war classy. Der Typ stellt sich an das Feuermacht-Dingen, der andere betäubt mich und los geht's. Da konnte ich nichts mehr machen. Erhebe dich wieder. Da gucken wir mal, ob wir hier was einnehmen können. Oh ja. So, und das gibt jetzt ordentlich Punkte für mein Team. Ihr seht, oben rechts, das andere Team ist noch in Führung. Aber die verpassen also irgendwie, die Dinger wieder zurückzuholen. Und das ist unser Vorteil. Weil die rennen eigentlich nur rum und wollen sich gegenseitig in die Fresse hauen. Aber ich versuche meinen Kollegen zu helfen, hat nicht geklappt. Zack, ist er tot. Und jetzt ich gegen zwei, ja.
dass meine Spezialfähigkeit eingesetzt und bin dann für den Moment geschützt, damit ich mich auch ein bisschen wehren kann. Und zum Glück kommt da jetzt mein anderer Kollege. Und ich hoffe, ich überlebe. Ich weiß es nicht. Ich gar nicht. Oh. Jetzt sind es drei. Ja, klasse. Achso, der holt sich nur die Truhe, oder was? Die Götter sind eingeschritten. Oh ja. Hätten wir den ersten kaputt und den zweiten Moment ist es auch noch, oder was? Und finish him. Wie gesagt, das Spiel ist, glaube ich, ab 18. Ich habe die Packung hier unten irgendwo rumliegen. Ja. Ist ab 18. Ist auch relativ blutig, sag ich mal. So, jetzt wollte ich das Ding hier aufheben. Geht aber nicht, weil die anderen irgendeinen Bonus haben oder so. Da konnte ich die Truhen nicht aufmachen. Die Truhen haben übrigens auch alle einen Sinn. Zirk. Moment. Weil die haben Orbs und sowas alles drin. Und die roten Orbs, die verstärken meine Waffen und meine Fähigkeiten. Die grünen Orbs füllen mein Leben wieder auf. Blaue Orb, ganz klar, Mana. Und die goldenen Orbs, meine Rage-Anzeige füllen die auf. Ich bin zwar noch nicht so weit gekommen, dass sie voll war bei mir. Aber wenn es dann soweit ist, dann kann man mit L3 und R3 seinen Rage-Modus aktivieren und dann gibt es ordentlich auf die Fresse. So, guck mal, wie es da weitergeht. Ja, das ist leider auch so ein Ding, was mir nicht so gefällt. Da kann man auch nicht viel gegen machen. Wenn zwei gegen einen spielen und die drängen einen in die Ecke, dann ist man eigentlich schon klinisch tot. Das, da braucht man kaum weiterkämpfen, weil die machen einen fertig. Man kommt gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Auch nicht mal mit seinen Spezialfähigkeiten oder so. Das ist egal. Die timen dann das Schlagen und dann stehst du da. So, wie gesagt, Poseidon ist, also bis jetzt finde ich den eigentlich am coolsten. Ich komme mit der Stangenwaffe halt gut zurecht. Mit Schwert und mit dem Hammer habe ich auch schon gespielt. Der Hammer ist mir halt deutlich zu langsam, aber dafür, wenn er damit einen trifft, dann ist Achterbahn. Dem, ne? Zack, zack. Hab ich gesehen, ich bin nicht mut. Warum habe ich mir die Kiste da oben nicht geholt? Naja, so. Nehmen wir das nächste Ding mal wieder ein. Ihr seht, wir sind jetzt schon wieder gut in Führung. Weil die Teile einfach nicht beachten oder halt nicht ordentlich spielen, ne? Das Übliche halt. Das ist bei Battlefield genauso. Der da hinten versucht, die Truhe zu campen, die da ist. Bis jetzt schafft er das auch ganz gut. Aber Spezialfähigkeit eingesetzt und das Übliche in die Ecke drängen und naja, er kann dann halt wirklich nicht mehr viel machen. Ich lasse ihn auch noch mal kurz raus, aber er lässt sich selbst wieder reindrängen. Das ist natürlich selbst schuld. Ich finde das ein bisschen unfair, so ein Gameplay dann. Oh, was willst du machen? Während dem Finish-Move ist man übrigens unverwundbar. Was auch ganz... Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, aber... Ne? Das ist eine Geschmackssache. Wenn ich natürlich sehe, dass ein Kollege von mir am Boden liegt und gerade gefinisht wird, das wäre halt, glaube ich, noch schon ganz geil gewesen, wenn man das irgendwie abbrechen kann. So, dann sollte jetzt gleich eigentlich auch das mit der Spezialtruhe kommen. Es gibt nämlich auch noch Truhen, da sind Götterwaffen drin. Nenne ich jetzt einfach mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Oder ob die überhaupt einen Namen haben. Oder das sind halt Gottesgeschenke. Die sind halt noch so extra Waffen drin, die man benutzen kann. Bei mir war es, glaube ich, in dem Fall ein Speer. Da haben sie mich hier. Habt ihr gesehen? Zweimal in die Ecke und dann konnte ich eigentlich nichts mehr machen. 2000 Einheiten holen. Ey. Wir ja, fordern das, ist das Ding. Ah, Schatz der Götter erhalten. So, das ist jetzt mein Speer hier. Los, heb auf. Schwein. So. Werfen wir dem so ein Ding erstmal gekonnt in die Schnauze. Und jetzt geht's los. Zack, zack. Und aus der Map rausgetreten. Das finde ich cool, dass man sowas auch machen kann. Ja, hat er gedacht, dann bin ich fertig, ne? Aber, sag ich, Junge, mit mir. Doch, 1000 Einheiten wohl, dann haben wir es nämlich geschafft. Ich glaube, der. Oder? Ja? Ja, genau. Jetzt hat er nämlich sein Special eingesetzt.
Und jetzt geht's los hier. 4-1. Hell yeah. Da gab's halt nichts mehr zu tun. Das ist auch immer derselbe, der mich tötet. Hab auch mal drauf geachtet. Es ist immer derselbe. Ja, also schon fast geschafft. Ihr seht, das Ganze ist wirklich, also teilweise sind die Maps ein bisschen unübersichtlich, obwohl die geht ja jetzt noch. Aber die, zum Beispiel die Brücke von Troja oder dieses, ich weiß gar nicht, unten Labyrinth, das ist echt heftig. Da fällt man so oft runter oder man stirbt halt sinnlos. Hier, da hat übrigens jemand eine Falle aktiviert anscheinend. Warum dann da Selbstmord stand, keine Ahnung. Das Ding hat mich mit seinen Kumi-Laser-Augen beschossen und ich bin gestorben. Warum da aber Selbstmord stand, weiß ich nicht. So. Dann müsste jetzt eigentlich auch schon vorbei sein. Wir gewinnen. Und wie gesagt, das Spiel, also der Multiplayer, macht Spaß. Aber wie gesagt, das mit dem Matchmaking, das geht für mich nicht. Man kann nicht mehr eben eine Runde God of War spielen, weil man da ewig in der Lobby hängt und warten muss und hier und da. Ja. Und halt, dass man als Anfänger quasi gegen die Super-High-Typen spielen muss, die schon so brutal geile Waffen haben. Ja, da kann man nicht viel machen. Ja, overall würde ich nur den Multiplayer-Modus, der Singleplayer-Modus wird einzeln bewertet, also extra bewertet. Den Multiplayer-Modus würde ich eine 6,5 geben. Man hätte es echt alles besser irgendwie lösen können. Wenn man allerdings im Spiel ist, dann rockt das schon. Also macht schon Spaß, wenn man nicht gerade gegen die hochgelevelten Typen spielen muss. So, das ist das Video auch schon vorbei. Ich würde dann sagen, danke Sepp, dass du mir die Chance gegeben hast, für euch das erste Video zu machen. Demnächst, so wie es aussieht, kommt natürlich die Singleplayer-Bewertung von God of War. Und danach gibt es auch noch die Demo von The Last of Us. Also Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Freako.